Kapitel 72. Der letzte Traum. Ein einzelner Sonnenstrahl fiel in die Höhle im Untergrund, als Aurora wieder durch den Riss zurückkehrte. Die Befürchtungen über den Schluss des Zugangs waren nicht eingetreten. Die Gruppe kam größer wieder aus der Ferndimension heraus, als sie hineingegangen war. Wie Epsilon bereits angekündigt hatte, wartete Hagel bereits hier am Ausgang. Ihr seid zurück. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hatte. Als letzter kam Kell aus dem Riss herausgesprungen, Sekunden bevor Aurora und Elementara den Reihenplot nutzten, welcher nicht in dieser Welt verbleiben durfte, um den Riss zu verschließen. Eine Sache hatten sie hierbei jedoch nicht bedacht. Epsilon war in Gedanken allerdings voll dabei. Hagel, ist irgendwann jemand anderes hier lang gekommen? Kurz schien der ehemalige Gefährte des Sora keine Antwort zu finden. Also, wenn das ein Jemand war, dann ja. Irgendein riesiges Drachenwesen. Erst durch diese Aussage fiel Aurora auf, dass sie tatsächlich Zetas Anwesenheit in der Fremde schon ganz vergessen hatte. Die Frage war nur, ob seine Flucht nun gut oder schlecht war. Aber letztlich würde er nicht mehr seine zerstörerischen Ideale verfolgen, also... Es konnte nicht so schlimm werden. Und sagt mal, seid ihr da nicht zu SIP reingegangen? Wo kommt denn die Nummer 8 her? Etwas kraftlos, aber doch selbstsicher, übernahm der Rückkehrer seine Vorstellung selbst. Ja, ich war einige Monate da drin gefangen. Mein Name ist Kell. Du musst Tagel sein, oder? Ein kurzer, amüsierter Blick des Vulnona fiel auf seine Tochter. Ja, bin ich. Ich habe schon viel über dich gehört. Rotstrahlend schwand die Sonne bereits am Horizont. Der Abend war hereingebrochen. Die Welt schien trotzdem so wie immer. Nur nicht für Aurora. Die letzten Stunden hatten vieles verändert. Kämpfe, Rückkehr, Familie. Am Abend zuvor noch schien ihr die Sonne grau zu scheinen. Doch nun erfüllte sie dieser Anblick mit Wärme. Ihr letztes Abenteuer war zu Ende. Die Gruppe war gemeinsam auf dem Weg zurück nach Kira Town. Eigentlich gab es so vieles, über das Aurora hätte reden können. Doch im Verlaufe der 2 Stunden des Weges sagte sie nicht ein Wort. Sie fühlte sich irgendwo überfordert. Aber auf eine gute Weise. So viele positive Gedanken sammelten sich, dass sie einfach nicht in der Lage war, diese irgendwie auszusprechen. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden, als die Sieger des Krieges die Heimat wieder erreichten. Recht unerwartet, aber irgendwo für Aurora verständlich, wollte Kell sich schnell wieder erst einmal abseilen. Aurora, kann ich erst einmal wieder bei dir unterkommen? Etwas perplex, dass dies überhaupt eine Frage war, bejahte Aurora. Danke, dann komme ich später nach. Ich gehe noch eine Weile zum See. Ohne auf eine Antwort zu warten, zog das Akani davon. Kurz überlegte die Plottkriegerin. Sollte sie folgen? Allerdings entschied sie sich dagegen. Jedoch war auch offensichtlich, dass sie nicht als Einzige bereits nachgedacht hatte. Während die restliche Gruppe sich trennte, verblieben die Eltern des Vulnona mit ihr und blickten sie interessiert an. Das also der Kell, der dir in den letzten Monaten so viele Sorgen bereitet hat? Ich hatte nicht erwartet, ihn noch kennenzulernen. Was aber viel wichtiger ist, hast du mit ihm geredet? Über deine Gefühle? Weshalb schien Epsilon es eiliger mit Auroras Beziehung zu haben, als sie selber? Nein, also, er soll sich erst wieder einfinden. Ich meine, er war so lange weg und ich habe jetzt hier alle Zeit der Welt. Kurz kehrte Stille ein, bevor sich Auroras Mutter niederkniete, um auf Augenhöhe mit ihrer Tochter zu sein. Du hast uns ja alles erzählt, ich weiß. Deine Angst war es, die dich vor seinem Verschwinden abgehalten hat. Aber dachtest du damals nicht auch, dass du ihm irgendwann anders seine Liebe gestehen könntest? Es stimmte, auch wenn Aurora das nicht direkt zugeben wollte.
Epsilon hatte sie bereits völlig durchschaut. Du hast immer noch Angst, ich weiß. Die Sorgen, was geschehen könnte, wenn es doch nicht klappt. Aber wie ich dir schon vorhin sagte. Ich denke, er weiß ohnehin Bescheid. Wenn du noch weiter wartest, könnte er nicht sogar anfangen zu glauben, dass er sich irren würde und selber das Interesse verlieren? Nein, also, ich meine, ja, aber... Ich werde ja mit ihm reden, nur nicht heute. Es hat doch alles seine Zeit, oder? Sollte ich ihm nicht erst noch eine Woche oder zwei Zeit lassen? Vielleicht etwas länger? Verständnisvoll packte Epsilon die Schulter ihrer ehemaligen Erzfeindin. Früher hätte sich Aurora dessen erwehrt. Inzwischen vertraute sie Epsilon jedoch wieder genug. Gut, ich glaube, ich habe mich ungut ausgedrückt. Also lass es mich anders sagen. Leichter Schmerz durchfuhr die Plottkriegerin, als der Griff um ihre Schulter deutlich fester wurde. Innerhalb der nächsten Stunde bist du am See und redest mit Kell. Ob du nun freiwillig hingehst oder ich dich schleppen muss. Gut, gut, ich mach's ja. Natürlich sagte Aurora dies hauptsächlich, um sich aus dem eisernen Griff Epsilons zu befreien, doch... Irgendwie hatte ihre Mutter sie schon auch überzeugt. Gut, ich gehe. Gerade wollte Aurora aufbrechen, als sie noch einmal kurz gestoppt wurde. Ach, wenn ihr über die wichtigsten Dinge geredet habt. Besprich dich mal mit Kell. Ob temporär Platz noch für wen weiteren im Team Polana Watra ist. Der Mond stand inzwischen am Himmel. Sterne, überall im dunklen Blau verteilt. Zum ersten Mal... Seit Monaten erblickte Aurora den Anblick, welcher dem Polarsee seinen Namen gab. Polarlichter. Grün und blau schlängelten sie sich über das Wasser, als würden auch sie die neue, freie Welt feiern wollen. Am Ufer saß ein einzelnes Pokémon, welches gebannt auf die Lichter starrte. Kell! Ein kurzer Blick des Akani über seine Schulter folgte. Aurora, ich hatte schon beinahe erwartet, dass du noch auftauchst. Etwas nervös setzte sie sich neben dem Akani nieder, welches nun für Monate aus ihrem Leben verschwunden war. Das hier sind also die Polarlichter des Sees. Sie sind wunderschön, dass ich sie tatsächlich noch erleben darf. Dass ich heute hier sein darf. Für einen Moment dachte Aurora darüber nach, einfach einen Dialog an diesem Punkt fortzuführen. Aber sie entschied sich, dass sie nicht mehr zögern würde. Kell, ich muss mit dir reden. Kurz atmete sie durch, dann begann sie. Wir haben viel durchgemacht. Wirklich, wirklich viel. Als wir es zum ersten Mal getroffen haben hier am See. Du warst mir suspekt und ich wollte dich eigentlich nur loswerden, aber irgendwann haben wir dann ein Team gegründet und als du dann als Akani zurückgekehrt bist, ich habe wirklich begonnen, eine andere Seite von dir kennenzulernen und ich habe wirklich gesehen, was du alles durchmachen musstest. Ich meine, deine Vergangenheit war zwar erfunden, aber deine Seele musste den Schmerz erfahren, als wäre es alles wirklich geschehen. Mit dir an meiner Seite, weißt du... Ich habe gelernt, warum Pokémon immer sagen, man solle aufpassen, was man sich wünscht. Denn der Weg zu großen Träumen ist mehr, als die meisten tragen können und die Chancen, so etwas wirklich zu erreichen. Und trotz all dieser Wahrscheinlichkeiten. Ich träumte davon, eines Tages in der Königsliga zu kämpfen. Dank dir gehöre ich nun zu der Elite, die es tatsächlich geschafft hat. Ich wollte eine Heldin werden, wollte Epsilon stürzen und tatsächlich selbst diesen unglaublichen Traum konnte ich mir erfüllen. Deinetwegen. Aber als ich dann da saß und nachdachte in den Monaten, seit du fort warst. Letztlich haben mir diese Träume auch nicht das Glück gebracht, das ich gesucht habe. Stattdessen habe ich mich selber gefunden. Meine wahren Wünsche. Und nun, gegen jede Wahrscheinlichkeit, kann ich mir selber vielleicht den letzten Traum noch erfüllen. Danke für alles. Dafür, dass du mir immer zur Seite stehst. Dafür... dass du Kell bist. Ich liebe dich. Amüsiert rückte der Wiedergekehrte näher an seine Partnerin. Das weiß ich doch, Aurora. Das weiß ich. Etwas beschämt blickte die Angesprochene zu Boden. Epsilon hatte also recht. Es war wohl doch sehr offensichtlich, nicht? Kurz blickte Kell über die Weiten des Sees. In die schimmernden Lichter. Ja,
Nein, es ist nicht irgendwo irrelevant. Es waren drei Worte, die dich monatelang geplagt haben, nicht? Ertappt errötete Aurora. Woher weißt du das? Dein Bruder war weniger stumm als die anderen. Kurz wandte sich Team Polana Watras Leiterin ab. Ja. Dann sag mir, weshalb denn? Was ändern denn drei Worte? Hätten wir uns gegenüber einander anders verhalten, nur weil du deine Gefühle ausgesprochen hättest? Diese Frage war wirklich nicht, womit Aurora gerechnet hatte. Doch als sie versucht hatte, eine Antwort zu finden... Drei Worte sind nicht viel, doch sie können viel ausrichten. Aber selbst 1000 Worte können nicht so stark sein wie eine Tat. Müssen wir uns denn wirklich sagen, dass wir uns lieben, um so zu handeln, als würden wir es? Nein, du hast recht. Ich schätze, ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Ich hatte nur irgendwie Angst, das offiziell zu machen, schätze ich. Du hast Angst, dass unser Band reißen könnte, wenn unsere Beziehung doch nicht funktioniert, oder? Erst dieser Tag zeigte dem Vulnona wirklich, wie durchschaubar sie wohl sein konnte. Daran ist nichts seltsam oder falsch. Ehrlich gesagt, es geht mir ja nicht anders. Aber wenn wir uns deswegen voneinander distanzieren, hilft uns das weiter. Wir haben inzwischen zu viel erlebt, als dass eine gescheiterte Romanze uns auseinanderbrechen könnte. Das Akani wandte seinen Blick von den Himmelslichtern ab und wandte sich an seine Partnerin. Also, was denkst du jetzt? Bist du bereit, das Risiko einzugehen und zu probieren, eine Beziehung zu führen? Wenn die Dinge nicht so zwischen uns laufen, dann ist es eben so. Wir können einen Schritt nach dem anderen machen. Schließlich gibt es nichts, was die Zukunft verdüstert. Ja, ich habe zu lange Angst vor dem gehabt, was sein könnte. Was auch immer die Zukunft in den Weg stellt, gemeinsam können wir es überwinden. Auch wenn sich die Dinge geändert haben und ich immer noch nicht wirklich weiß, wer ich bin. Auch wenn ich nichts mehr als eine Hülle eines Virus bin. Ich habe zu viel gelitten, um mich noch aufhalten zu lassen. Kurz kehrte Stille ein, bevor Kel eine Frage stellte, welche Aurora bereits einmal an diesem See gehört hatte. Sag mir, Aurora, wenn du diese Weiten siehst, was erkennst du dann? Siehst du Wasser? Ein See? Zwar verwirrt es, dass Vulnona etwas wie gleich der Wortlaut doch zu Epsilon war, kurz bevor ihre Maske damals fiel. Doch heute hatte sie eine andere Antwort als damals. Ich sehe lange vergessene Zeiten voller Freude, aber auch Leid. Ich sehe Schmerz, Verlust, Verständnis, Zusammenhalt. Aber ich sehe auch eine Zukunft voller Licht. Das Leben kann sein wie ein einziger Tag. Aber dieses hat mit der Nacht begonnen. Die Finsternis schwindet, wenn die Sonne sich erhebt. Und was der Tag bringt, das entscheiden wir. Und für dieses Recht haben wir gekämpft. Wenn nun trotzdem Trauer den Tag erfüllt, Hass, Zorn oder Leid, dann mag es so sein. Doch wir haben die Kraft, unser Schicksal zu verändern. Zu zweit nochmal mehr als alleine. Ich bin bereit für die Zukunft. Kurz zögerte Kel. Er schien zu schwanken. Nach allem, was ihm geschehen war, oder er glaubte, es wäre ihm geschehen. Doch letztlich fasste er sich ein Herz, um zum ersten Mal Worte auszusprechen, die wie Licht in einer ewigen Finsternis schienen. Erste Funken eines großen Feuers. Weißt du was? Ich auch. Zu lange habe ich keine Zukunft gesehen, nur gehofft, dass es bald enden würde. Aber das ist wohl letztlich der Lohn für meine Mühen. Ein Leben, das es wert ist. Freude, doch auch Mitleid, teilten sich im Blick der Plotkriegerin. Das Leben war schon immer lebenswert, auch wenn du es nicht gesehen haben magst. Aber, Kel, du vertraust mir, oder? Natürlich. Dann lass mich dir zeigen, warum das Leben wertvoll ist. Komm mit! Langsam stand das Vulnona auf, Kel folgend. Also, wo wollen wir hin? Etwas verwirrt brauchte das Akani einen Moment, um nachzudenken. Allerdings wurde er unterbrochen. Von einem Hieb auf den Hinterkopf. Au, wofür war denn das jetzt auf einmal? Ups, mach der Gewohnheit. Warte nur ab. Das bekommst du noch zurück. After Story,
Ende. Bis Mittwoch, wenn der Epilog beginnt. Some time and we'll have some fun from